So, hallo aus Ingolstadt vom Final Four Event. Wir haben soeben das erste Pokalspiel der Damen erleben dürfen. MFBC Wikinger Grimma gegen den TSV Bordesholm. Leider hat der TSV Bordesholm mit 7:1 verloren und ist damit in der K.O.-Runde ausgeschieden. Wir haben Frederike Scholz vom TSV Bordesholm zum Interview und fragen, mit welcher Zielstellung seid ihr in das Pokal-Halbfinale gegangen heute? Gewinnen war schon, wir hatten natürlich das Ziel zu gewinnen, aber wir sind natürlich mit der Ahnung daran gegangen, dass wir natürlich auch viel, viel weniger Training hatten als Grimma. Also die trainieren, soweit ich das erfahren habe, dreimal die Woche. Wir, wenn es hochkommt, wirklich einmal in 3 Monaten oder so. Wir sind eine ziemlich zusammengewürfelte Mannschaft, aber die größte Zielstellung war wirklich ganz viel Spaß haben und zeigen, was wir in den letzten Monaten gelernt haben. Habt ihr euch trotzdem eine kleine Chance erhofft, oder? Ja, schon. Also wir sind natürlich daran gegangen, wir wären ja nicht diese 10 Stunden hergefahren, damit ich gedacht hätte, aber... Ja, leider nicht, es sollte nicht sein. Du hast es ja gerade angesprochen, 10 Stunden Anreise ist natürlich ein weiter Weg, einmal quer durch die Republik für euch, jetzt nach 3x15 Minuten ausgeschieden, wie bitter ist das? Ja, natürlich, also man hat natürlich gehofft, dass man noch mehr spielt dieses Wochenende, aber nee, wir haben dieses Spiel sehr gekämpft, wir sind auch wirklich damit reingegangen in der Kabine, um noch besprochen, so wir haben hier eine Stunde vielleicht und die wollen wir ausnutzen und ja, also kommen wir mit klar. Seid ihr trotzdem mit dem Spielverlauf zufrieden? Weil wir haben ja gesehen, ihr habt ja spielerisch eigentlich sehr gut dagegenhalten können, phasenweise auch ein Tor erzielt. Sprach das euren Vorstellungen? Oder? Ja, also es war nicht schlecht. Klar, wir hatten, wie unser Trainer schon angesprochen hatte, so ein paar individuelle Dinge und so ein paar Kleinigkeiten, die einfach nicht hätten sein müssen, die wir besser können. Definitiv, aber im Großen und Ganzen, denke ich, haben wir es solide über die Bühne gebracht. Nun ist es ja noch früh am Samstagmorgen, 10:30 haben wir es jetzt. Nun ist jetzt der Tag für euch oder ist das Final Four ja für euch beendet, aber ihr bleibt trotzdem noch hier in Ingolstadt, oder? Selbstverständlich. Wir feiern gleich schön unsere Jungs an, die Hamburger, dass die hier mal ein bisschen Schuh machen da und genau, und dann versuchen wir das, nein, dann wollen wir das Final Four hier schön noch genießen. Sieht man euch beim Nachtturnier heute noch hier? Ich denke schon. Also wir haben es angesprochen. Ich hoffe schon. Also geht es erst morgen am Sonntag dann nach Hause, oder? Ja, definitiv. Alles klar. Dann wünschen wir euch hier in Ingolstadt noch viel Spaß, insbesondere beim Nachtturnier und ja, unterstützt jetzt eure Hamburger. Ja, also der Norden muss zusammenhalten. Vielen Dank. Wir verabschieden uns zunächst für den Moment aus Ingolstadt. Bis später. Tschüss.